Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuhörer und Zuschauer. Wir befassen uns heute, Frau Keul hat es gerade vorgestellt, mit einem Antrag der Grünen, der aus durchsichtigen Gründen, denke ich, auf die Tagesordnung heute gesetzt wurde als Zusatzpunkt. Denn im Grunde genommen geht es Ihnen, glaube ich, gar nicht so sehr um das, was Sie hier vorgetragen haben, sondern eher um ein Verfahren, das derzeit beim Bundesverfassungsgericht schwebt und in dem eine von Ihnen unterstützte Kandidatin, die bei der Bundesrichterwahl 2015 nicht gewählt wurde, zu unterstützen. In diesem Verfahren behauptet diese, bitte, ja, regen sich zu Recht oder Unrecht auf, aber ich sehe an Ihrer Reaktion, dass ich nicht ganz daneben liege, dass dieses von ihr angestrengte Verfahren steht ja demnächst an. Und ich erwarte schon, dass das Bundesverfassungsgericht natürlich auch möglicherweise den einen oder anderen Hinweis gibt. Es hätte also keine Eile gebraucht, diesen von Ihnen eingebrachten Gesetzentwurf heute zu debattieren. Herr Kollege, erlauben Sie eine Frage von Frau Keul? Bitte schön. Gut. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie das zulassen. Aber ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt erstaunt. Ich glaube, ich habe sachlich unser Anliegen vorgetragen und würde Sie bitten, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir an diesen Entwürfen, an diesen Vorschlägen seit über einem Jahr arbeiten, mehrere Fachgespräche in unserer Fraktion dazu durchgeführt haben, mit Richtern, mit Fachleuten gesprochen haben und all dies stattgefunden hat, bevor die Verfassungsbeschwerde, über die Sie jetzt sprechen, überhaupt eingereicht worden ist. Also auch ein sachlicher Vortrag kann ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass vielleicht ein anderer Hintergrund besteht, das zum einen. Zum anderen, natürlich ist es so, dass Sie möglicherweise schon länger darüber nachdenken, aber der Zeitpunkt, weshalb heute dieser Zusatzpunkt auf die Tagesordnung kam, der ist aus den Gründen gewählt, die ich dargestellt habe. Also die von dieser Kandidatin vorgetragene Kritik soll im Grunde genommen durch die Reformüberlegungen der Grünen, denke ich, unterstützt werden. Es gibt ja auch ein weiteres Indiz, Frau Keul, nämlich die Justizministerkonferenz in der vergangenen Woche, überwiegend besetzt von grünen Landesministern, hat ja ähnliche Vorstellungen dargestellt. Und ich denke, auch dieser Zeitpunkt ist bewusst gewählt worden. Ich und wir halten jedenfalls nichts davon, mit Verfahrenstricks und Falschbehauptungen ohne Not ein an sich bewährtes Verfahren umzukrempeln. Gewonnen und verbessert wird jedenfalls mit Ihren Vorschlägen nichts. Verlierer wären allerdings wir, die Bundestagsabgeordneten, die im Richterwahlausschuss die Wahlen durchführen. Wir müssen uns doch zunächst die Frage stellen, warum das Richterwahlverfahren so ist, wie es ist. Die Wahl der Bundesrichter, für die gilt eben nicht nur der Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz, das sogenannte Prinzip der besten Auslese, sondern es gilt ebenso die auch von Ihnen genannte Vorschrift Artikel 95 Absatz 2, wonach die obersten Bundesrichter von einem aus Mitgliedern des Deutschen Bundestages und den zuständigen Landesministern bestehenden Wahlausschuss gewählt werden. Dieser Wahlakt ist, glaube ich, nicht hoch genug einzuschätzen. Denn der Verfassungsgeber hat sich im Hinblick auf den prägenden Einfluss oberster Richter auf die gesamte Rechtsordnung und die demokratische und föderale Legitimation der Richter für ein Mischsystem entschieden, das Exekutive auf Bundes- und Landesebene sowie die Legislative bei der Berufungsentscheidung gleichermaßen beteiligt. Und diese Entscheidung ist, glaube ich, auch nach wie vor richtig. Die Berufung von Bundesrichtern soll gerade keine sozusagen beamtenrechtliche Entscheidung sein, sondern es geht darum, die beiden Vorschriften Artikel 33 und Artikel 95 in ein Verhältnis der praktischen Konkordanz zu bringen. Das Wahlelement soll genauso Berücksichtigung finden wie das Prinzip der besten Auslese. Das ist mit dem Richterwahlgesetz in seiner jetzigen Form gut gelungen und mit den Vorschlägen von Ihnen wäre das nach meiner festen Überzeugung nicht mehr der Fall. Sie wären auch gar nicht mehr handhabbar. Ich möchte auf ein paar Punkte eingehen. Sie wollen, dass freie Stellen an den Bundesgerichten ausgeschrieben werden und dass es ein Interessebekundungsverfahren gibt. Über die Auswahl der Kandidaten und die Aufnahme in eine Vorschlagsliste sollen dann, für mich merkwürdigerweise, aber nur die Landesministerien entscheiden.
dass es um die Besetzung von Bundesgerichten geht, scheint bei Ihnen keine Rolle zu spielen. Ebenso werden die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die Mitglieder im Richterwahlausschuss sind, ihres Vorschlagsrechts, das sie jetzt haben, beraubt. Sie sollen für die Wahl von Bundesrichtern zwar wählen, aber ausschließlich Kandidaten, die von den Ländern vorgeschlagen wurden. Das ist eine Unwucht, die da entsteht, die offensichtlich nicht mit den Intentionen des Grundgesetzes in Einklang steht. Es ist auch offensichtlich, dass von Ihnen vorgeschlagene Verfahren bei Konkurrentenstreitigkeiten praktisch auch nicht mehr handelbar wäre. So ein offenes Bewerbungsverfahren würde ja dazu führen, dass jeder Jurist mit zweitem Staatsexamen sich bewerben könnte. Und jeder, der dann nicht in die Vorschlagsliste aufgenommen wurde, könnte schon in dieser Stufe eine Konkurrentenklage erheben. Mit der Folge, dass das ganze Verfahren dadurch nicht mehr weiter fortgeführt werden könnte. Es würde also zu einer Nichtbesetzung auf unbestimmte Zeit kommen. Das Chaos wäre vorprogrammiert. Es stellt sich auch die Frage, welche Folgerungen aus den angestrebten Änderungen sich für den Wahlakt ergeben sollen. Soll der Wahlausschuss verpflichtet werden, bestimmte Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen? Kann nach Ihrem Vorschlag die Wahl überhaupt geheim bleiben? Die Verpflichtung zur Wahl einer bestimmten Kandidatin oder eines bestimmten Kandidaten würde den Charakter der Wahl natürlich absolut entwerten. Auch der geheime Charakter der Wahl sollte nach meiner Auffassung unbedingt erhalten bleiben und geschützt werden, weil nur so verhindert werden kann, dass Druck von dritter Seite auf die Wählenden ausgeübt wird. Die Geheimheit der Wahl schützt die gleiche Entscheidungsfreiheit aller Mitglieder des Richterwahlausschusses. Schließlich stellt sich die Frage, ob die einzelne Wahlentscheidung dann nicht konsequenterweise auch begründet werden müsste, was dem Charakter einer Wahl natürlich auch diametral entgegenstehen würde. Und wie soll man das machen bei einer Wahl, die geheim durchgeführt wird, mit unterschiedlichen Mehrheiten? Wer soll dann die Begründung liefern? Es ist einfach nicht ausgegoren. Und Sie hätten vielleicht mit mehr Leuten vorher sprechen sollen, als Sie es tatsächlich getan haben. Es hat den Eindruck, dass die Qualifikation nach Ihrem Modell keine Rolle mehr spielen soll, denn jedenfalls dann, auch ich bin dafür, dass mehr Frauen zu den Bundesgerichten gewählt werden, aber Ihr Vorschlag führt ja im Grunde dazu, dass ein Mann und eine Frau als Kandidat gegenübergestellt wird. Was passiert mit den Kandidaten oder der Kandidatin, die nicht gewählt wird? Nimmt die dann an weiteren Wahlakten nicht mehr teil? Es ist jedenfalls ein Irrweg. Ich bestreite schließlich, dass in dieser Hinsicht der von Ihnen entworfene Reformbedarf oder behauptete Reformbedarf, Entschuldigung, überhaupt besteht. Wir haben, was die Vergangenheit anbelangt, sicherlich noch, Frau Kühnast, ein Defizit an weiblichen Bundesrichtern. Wir haben aber gerade im letzten Jahr, und die Tendenz ist im Grunde genommen klar erkennbar, mehr Frauen zu Bundesrichterinnen gewählt, also beim BGH jedenfalls, als Männer, was zeigt, wir wollen das in der Vergangenheit entstandene Defizit sukzessive auch so aufheben. Frappierend ist im Übrigen bei Ihnen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Grünen, der Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ich will hier und heute nicht das Jahr 2001 noch mal ins Bewusstsein rufen, aber damals wurde ein von Ihnen protegierter Kandidat, der als ungeeignet bezeichnet wurde, zum Bundesrichter gewählt, sicherlich kein Ruhmesblatt. Ich komme zum Ausgangspunkt meiner Ausführungen zurück. Mit Ihrem Antrag soll offenbar Stimmung gemacht werden für das anhängige Verfassungsbeschwerdeverfahren, aber ich bin mir sicher, dass das Bundesverfassungsgericht sich von einem so vordergründigen Versuch nicht wird beeinflussen lassen. Die bisherige Auswahl der Bundesrichterinnen und Bundesrichter in den vergangenen 60 Jahren hat deutlich gemacht, dass das bestehende Richterwahlgesetz zu einer hohen Qualität des Richterpersonals geführt hat. Aus alledem folgt für mich ganz klar, Ihre Vorschläge sind untauglich. Wir sollten es bei dem bewährten Verfahren belassen. Besten Dank. Vielen Dank, Helmut Brandt.
Der Nächste in der Debatte, Dr. Matthias Bartke für die SPD.